mal ein bisschen so static. Ja, ist ein bisschen ungeil, aber egal. Ja, Zelda kommt heute. Oh, Ness! Keine Sora. Er hat so oft bisher Sora gespielt. Ja. Jetzt kommt Ness. Ich dachte, Ness komplett gedroppt, aber für ein paar Matchups. Vielleicht wegen Zelda. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann für Zelda zum Beispiel einen wieder raus wird. Hätte nicht gedacht. Ja. Oh Mann. Selber die PK-Files bekommen. Oh ja. Oh, er möchte. Smash? Okay. Er möchte reflektieren. Ah, ja, stimmt. Oh, wow. Das da ist ein guter Punch. Immer in die Prozente. Nimmt man auch gerne mit. Ja. Okay, das ist schön gewartet in der Ledge, hätte noch Zeit, alles gut. Genau. Aber sei das auch so gemein mit dem Netztrapping. Ja. Vor allem jetzt nicht so mit dem zweiten Jump, wo man relativ langsam fliegt, so, dann ist es wirklich relativ schwer wahrscheinlich hochzukommen. Wirklich, ja. Ja, aber der macht es heute wirklich auch sehr, sehr gut. Finde ich auch. Das ist Phantom, ne? Er kennt das gut. Er erlaubt dich nicht zu approachen einfach, wenn der Phantom da ist. Und das ist cool. Vor allem auch auf so einer Stage wie Smashville. Ja. Einfach so unter der Plattform warten, Phantom chargen. Mm. War das eine Dash-Tag? Nee, das war F-Smash. F-Smash, sorry. Auf dem Nitro Getup. Stark. Jump-Punch auf dem Tag. Okay, einfach Nairi's Love zum Zurückkommen. Mm. Oh, er wollte wieder machen. Ja. Hey, er macht diesen Technik mit Zelda, wo sie zurückspringt und vorne so der Phantom macht. Ah ja, ja. Das quasi Wavebounce. Genau, also man muss lernen, das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Aber er macht das konsistent. Vor allem, also so mit New Shibi ist das immer was anderes, aber wenn man noch so Downbeat dazu hat, ist das natürlich gar nicht so leicht. Aber sehr, sehr effektiv, wenn man es kann. Ja, relativ even. Es gibt so einen kleinen Zeitfenster zwischen den Phantoms, wo er reingehen darf. Das ist also krass, wie man Mix-Uppen kann damit, also wenn man es tatsächlich loslassen lässt. Man. Okay. Tika wartet an der Ledge, bis der Phantom vorbei ist. Oh, catch the roll with that. Hat er sogar erwartet, glaube ich. Ja. Sehr schöner Read. Okay, was a two-frame, okay. Ja, der Instant Dash Attack ist stark. Da wieder wirklich aus dem Netztrapping rauszubrechen, ist super schwierig. Aber jetzt hat er ein gutes Fenster gefunden, wo er kein Phantom mehr chargen konnte. Ja, das ist seine Chance. Seine Chance. Oh, jetzt wieder an der Ledge. Und da catcht er den Phantom. Er hat einen Reflektor, aber er muss ready auf dem Boden sein. Ja, das stimmt. Okay. Oh. Das sah relativ knapp aus. Es ist okay, so gut, wie man auch Phantom mix-upen kann. Also wenn du wartest, bis du selbst charge oder nutzt einfach diese Pressure, die du gleich erzeugst. Du gehst selber rein, suchst zum Beispiel einen Grab oder... Ist wie Link Bomber on Steroids. Genau. Wirklich. On Steroids. So Stage Control for free, ne? Ja. Aber die Interaktion will ich aber auch sehen, wo Ness reflected und Zelda dann Nushubi dann auch reflected. Oh, das wäre krank. Das wäre krank. Da stirbst du bei 10 wahrscheinlich. Ja, der Hits dann wäre out of control. Oh ja. Nicht, dass dann die Switch crasht oder so. Oh, er wollte es. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Und die haben es gut gemacht, dass sie Zelda einen Reflektor gegeben haben. Ja, auf jeden Fall. Dass, wenn sie so einen starken Projektor hat. Ja. Sehr, sehr wichtig. Stage Control ist immer noch für Lerz. Aber hier bricht er mit zwei Fairs. Stage Control. Okay. Back to Neutral. Beide versuchen wirklich mit Dash Attack dieses Neutral für sich zu entscheiden. Ja. Okay. Ich finde die Dash Attack von Ness auch so schwierig, aber weil es so weit vor ihm ist. Es ist krasse Range, ne? Ja. Es ist wirklich krasse Range. Und ich glaube auch auf Smashville auch gar nicht so schlecht, wenn du es einfach so Mitte der Stage machst. Ja. Was willst du da machen? Du kannst ja nicht direkt punishen. Genau. Das ist wirklich super stark. Oh, der Backe hat fast gekillt, Alter. Sauber. Oh! Ah, er hat schön die Eifern-Tikau hier. Aber das war ein echtes No-You-Moment. Wirklich, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das treffen könnte. Nee. Ich dachte wirklich, das Jojo macht's jetzt. Ich glaube. Oh, okay, stark. Das hat's geschafft. Ich glaube, mit Jojo kann Zelda von oben kommen und das irgendwie vermeiden, diese Two Frames. Ja, ja, ja. Mit so einem Teleport-Dings. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, aber es gibt sowas. Ja, ja, ja.
Right, wie gerade eben der Hitbox einfach so. Ja, yeah, das stimmt, der Hitbox, ja. Yeah. Schön ist das Game auf jeden Fall von Lars jetzt. Ja. Mal gucken, was die Chaos Antwort darauf ist, ob er vielleicht sogar doch auf Sora wieder wechselt. Oder einfach von Anfang an weiß, das wird nichts. Sora. Hollow Bastion? Hollow Bastion, das heißt Sora. Das heißt auch Sora, ja. Aber vielleicht ist es. Oh ne, hoppla. Never mind. Ich glaube, er hat entschieden, einfach ein schlechtes Matchup. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Smash und Hollow Bastion? Eigentlich nur, dass es hier ein bisschen breiter ist, oder? Es ist eine größere Stage. Genau. Das ist das größte Ding. Der Plattform ist ein bisschen niedriger. Ach, sogar niedriger, okay. Ja. Gut zu wissen. Und das ist geil für Peach, weil der Up-Air gut trifft auf den Plattform, aber nicht auf Smash. Okay, ja. Ich freue mich. Da habe ich auch... Wenn du das irgendwie schaffst, dass er dann vielleicht quasi eine Textsituation hast oder so. Aber hier könnte vielleicht, ja, muss man ausprobieren. Oh mein Gott, Zelda 4, der ist wie so Darts schmeißen. Ja, wirklich. Aber bisher in dem Set noch gar nicht so viele Sweet Spots getroffen. Nee, aber ganz am Anfang gab es diesen Chill Break wegen Sweet Spots. Ah, stimmt, ja. Aber sonst? Sonst bisher nicht. Aha. Ja, bei dem voll aufgeladenen Phantom kann man in der Nähe vom Phantom sein, ist ziemlich safe. Ja. Das ist eigentlich nicht schlimm. Oh, okay. Aggressive. Oh. Jetzt aber. Backrow. Sehr aggressive approach mit Neutral B. Schöner Backrow. Ja, der Trade. Diesmal hat die Kau auf jeden Fall die Oberhand. There we go. Sehr schön up smash gecharged. Mhm. Es hätte Ledge gecovert, sowohl auch Jump. Ja, sehr stark. Auch der zweite Stock ist ja wirklich schon 60%. Mhm. Ja, aber Momentum changed. Oh, der Air Dodge wirklich so stark. Oh. Das hat er jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Findet mittlerweile dadurch den Weg zur Central Stage. Ich muss näher ran. Komm einfach dann. Ja. Oh. Ja, jetzt schwer bei dem Mikrofon. Ich kann ein bisschen lauter reden. Oh, er wollte das. He wanted to end his life. And then down here. Ja. Okay. Nice. Okay, let's clap. Nix, das Warten hier, jetzt. Oh, da ist schön das Sweet Spot gewartet. Das war eine schöne Reaction. Da hat die Kau wahrscheinlich ein bisschen zu oft geairdodged. Mhm. Backthrow? Das ist aber ein Tod. Das ist so weg. Okay, der Get-Up Attack hier hat es geschafft. Ja. Die hat die Kau freiwillig Stage Control aufgegeben, aber nur um darum zu spielen, schöne Pika Fryers. Oh mein Gott. 50% allein dadurch schon wieder. Ja. Oh, nice. Die Tomahawks. Die Chaos ist nice. Gut drauf gerade. Der gut adapted jetzt. Oh, schön. Hey, jetzt könnte in beide Richtungen gehen, ne? Ja. Oh. Gewartet. Dafür fast tot. Oh. Er muss Up-B nutzen. Aber Phantom ist jetzt weg. Okay. Zelda muss wieder Phantom. Ja, Phantom ist so stark. Oh, ein bisschen Energie. Oh, kein Sweet Spot auf dem Dash Attack. Oh, der Air Dodge ist auch so verrückt von Ness. Ey, er hat diesen guten Moment gepickt, wo Phantom weg war, um auf dem Stage zu kommen. Okay. Ich liebe es auch, wie Phantom aussieht, wenn er nicht ganz gecharged ist und seine geil. Faust so macht. Yeah, sieht super aus. Geil. Das ist schön, schöner Design. Ja. Oh, okay, der Roll. Oh my gosh, the Punish. Oh, down schöner Parry. Es ist so verrückt, wie TK einfach vorne liegt, aber es so aussieht, dass er auf Lars vorne liegt. So von der, einfach vom Neutral her. Ey, stimmt, er hat noch einen Stock. Er hat noch einen ganzen Stock mehr. Ich dachte, das war alles. Oh, das ist der Upsmash, das reicht. Okay, stark. Schön gemacht von TK. Dadurch 1-1. 1-1. Oh. Counterpick. Interesting choice. Dieser Remix ist okay. Es hat einen coolen so Ganondorf-Theme auch mit drin. Ist schon geil. Mm. Aber diese
ich finde es ein bisschen random. Und auch am Ende, es gibt so drei Lieder in einer Reihe in diesem Remix, ich erinnere mich. Okay. Wir werden es anhören. Ich kenne mich gar nicht aus mit so Liedern bei Smash, ich weiß nicht. Ich habe mich noch nicht so. Ja? Ja. Ich finde dieses Remix nicht so geil. Hm. Auch ein anderer Skin diesmal, ich weiß nicht, ob da... Ah, von... Ich finde, Lars wechselt Skin ganz oft. Ja, ja. Ich hatte immer das Gefühl, dass er den letzten Skin, also diesen edgy Zelda... Ja, der edgy Skin, okay. Ja, dass er den am meisten auf jeden Fall spielt. Oh mein Gott. Oh, schöne Pikachu. Ja. Danke. Die Bäcker sitzen gerade von Tikao. Oh, der nächste. Kein Sweet Spot. Dennoch Stage Control. Auch zum ersten Mal kein Smash oder Hollow Bastion. Etwas größere Map. Er hat seit einer Weile nicht mehr versucht zu reflektieren. Ich glaube, das ist zu gefährlich. Also. Ich denke auch. So offensichtlich, wenn er das macht. Das ist, glaube ich, auch gut so. Also bisher gewinnt er. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich der bessere Plan. Der Pressure da war so gut, wirklich gut. Ja, richtig guter Setup. Ja. Daniel, immer wenn du auf Google Chrome gehst, dann geht der Bild kurz weg. Ja. Yeah. Nur zum. Ah, wir haben gerade verpasst, wie Lars noch gestorben na, ist. Aber es ist natürlich so. Oh. Ist auch krass, wie klein dieser Getup-Attack war, dass Lars das nicht mehr mit Smash punishen konnte. Ja, yeah, ne? Sehr interessant. Ah, die Kau bleibt patient, der approach nicht. Mhm. Ah, ich dachte. Ich danke, ich komme immer in Lock. Ja, ja. Das Bandess auch wirklich gar nicht. Super, super stark. Ey, voll eine gute Lösung hier. Einfach, wenn der Jojo kommt, einfach... Aber overshooten. Overshooten. Das nennt sich Matchup-Knowledge, ne? Ich denke auch, ja. Okay. Ja. Oh, the Call-Out hier von Lars. Super stark. Oh, Backrow, nicht kill. Nicht ganz. Das war so schön geplaced. Ja. Also nicht auf dem Stage. Ja, das war super. Ja. Sah so aus, die Cow wollte es natürlich punishen so. Ja. Aber super patient geblieben. Ja. Hat dann den Backrow trotzdem bekommen. Ja. Okay, der Coverage. So stark. Ja, das ist wirklich cool. Wenn man das alles drauf hat als Zelda, ist das wirklich super schwierig als Gegner. Das macht Lars wirklich stark. Es geht nur darum, ob hier Zelda Phantom ready hat. Ja. Ne? Und wenn Phantom da ist, dann darf er solche unsafe Dinge machen. Absolut. Oh, wow. Aus der PK Fiance Spike direkt. Du downerst mich? Nein, nein, nein. Yeah, nein. Nein. No, you. No, you. Gotta call an ambulance for you. Okay, jetzt 2-1. 2-1, die Kau. Mal sehen, wie es geht. Ich freue mich auf einen interessanten Music-Pick. Oh ja. Oder kommt wieder. Ist die Kau dann auch so? Ich weiß nicht, wer. Auch die Kau? Lars hat die Musik gepickt. Lars hat es, genau. Justin, kein Musik-Counter-Pick. Ich glaube, es geht wieder zu Ikea. Also, wenn du in der Pause nicht selber denkst. Achso. Here we go. Back to Edgy Zelda. Back to Edgy Zelda. Es hat bei ihm funktioniert. Hat er gemerkt. Der Skin so bleiben. So ist es. Einfach genau recreaten, was im ersten Game passiert ist. Ja. Dann haben wir das. Tatsächlich sogar auch wieder mit Smash. Stimmt, mit einem kleinen Stage, genau. Hat echt tatsächlich besser funktioniert für ihn. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch gar nicht so ein schlechter Gameplan, einfach wirklich immer gegenüber von Ness zu sein und dann Phantom zu chargen. Ja, ja. Und schauen, was dann passiert. Darauf reagieren. Oh. Oh. Okay. Smash war immer noch groß genug, dass er das entkommen kann. Oh mein Gott. Da muss man so. Hat die Kau wirklich gut adaptet jetzt im ganzen Set, so was Phantom angeht. Ja, das stimmt. Da stimmt. Er lässt sich nicht so oft. Oh, wow. Stark. Wow. PK Fighter Legend, das ist es, ne? Insgesamt auch ein recht early Stock. Die Kau hat gerade mal 11% kassiert. Oh, er wollte einen coolen Zelda Tech Chase Combo haben. Ja. Drei Abwehrstreffen. Oh. Sehr aggressiv hier dieses von Lars. Dieses Mal Placement war nicht so perfekt. Auch die Chaos Antworten auf Fehler von Lars sind mittlerweile wirklich stark.
Oh. Wow. Oh, oh. Damn. Very scary. Oh, Gott. Sweet spot. Endlich. Ah, er wollte sich treffen lassen, ne? Ja, ja. Cool. Oder vielleicht für Nushubi, ich bin mir sicher. Yeah. Sah auch so aus. So oder so, gar nicht so schlechter Versuch, aber... Oh, oh. Nushubi auf dem PK Rocket selber ist mutig. Ja. Oh, oh. Ein ganzer Stock-Unterschied, auch nur das eine Game jetzt noch. Was TK abhält, Top 8 zu kommen über Losers. Mhm. Das ist auch gar nicht so leicht, als Zelda, glaube ich. Nee, stark. Ich glaube auch nicht. Da den Api zu punishen. Ja. Yeah. Oh, es ist noch nicht 500, aber der nächste... Oh, oh. Aber es bringt nichts. Bringt nichts. Ich glaube, der Feuer ist irgendwie stärker. Ja. Und dadurch connectet nicht so gut. Ja. Oder TK ist gut, ist die Alt oder so, oder die Alt. Oh, this is the worst. Das ist wirklich schlimm. Als Floaty, Alter, ist es schlimm. Ah, es trifft trotzdem. Ey, ist wirklich schlimm. Das reicht. Ja. Das, aber ganzes Stock-Lead. Oh, oh, diesmal hat er... Diesmal war es gut. Ja. Wieder super Air-Dodge hier von TK. Ja, super Air-Dodge. Ja. TK ist wirklich drin jetzt im Matchup. Hm. Oh, oh. Er braucht nur noch ein paar Hits. Ja. Oh, oh, schön. Er wollte sein eigenes PK Fire einsaugen. Ja. Hat sogar gereicht für so 5%, aber... Ja. Dann kam Phantom in die, ins Gesicht. Oh, oh, okay. 100%, Phantom nicht ganz in der Reichweite. Das nennt sich ein Zelda-Edgeguard da, so rausgehen und dann teleportieren zurück. Genau. Aber er hat einen Stock geholt. Es ist noch nicht vorbei für Lars. Absolut nicht. 80% ist oh, nichts. Oh, Grab. Oh, into Sweet Spot. Oh! Abzählt Abwehr noch. Oh mein Gott, das wäre es gewesen, oder? Das wäre es gewesen. Nein. Nein, das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht nicht. Aber krass. Aber alle zurückgeholt, was oh, vorher er hat war. Versucht, der Move zu kicken da. Sehr schöne Getup hier von TK. Ja, schön gewartet von Lars. Oh, das Warten, aha, ist extended, oh, ne? So extended, ja. Oh! Und da ist Upsmash und das reicht. TK aber holt das zurück. Er hat es fast geschafft. Er hat es fast geschafft. Der letzte Stock, der war wirklich noch ziemlich.